hier das Triforce. Oder ein bisschen Verzierung noch. Und da kann man auch hingehen. Wir gehen mal hier an Land. Also hier kommt man mit dem Boot rein, mit dem Bootsweg. Ach, hier wird es auch ziemlich eng. Ja, und da kommen wir hier so quasi an den Steg. War hier noch irgendwo eine Tür? Nee. Ja, das müsste man vielleicht mal noch nachrüsten. Ich glaube, das wollte ich auch machen. Habe ich irgendwo gerade eine Tür zufälligerweise dabei? Nee. Doch, Zauntor. Ach, guck mal da. Machen wir doch gerade hier hin. So. Dann haben wir das Problem weniger. Hier brauchen wir das eigentlich nicht, oder? Es geht eigentlich nirgends hin. Deswegen wäre es Schwachsinn. Lassen wir lieber hier. So. Da kommen wir rein hier. In unser neues Dörfchen. Das ich aber jetzt gleich zeige. Gehen wir nämlich hier. Ja, zum Masterschwert. Und ihr seht, was ist hier? Oh, eine Fackel. Was war da? Ist mir das Obsidian ausgegangen oder was? Och, und das ist. Ihr seht jetzt schon mal die Größe. Also, es ist schon groß. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das habe ich, glaube ich, im Creative Mode auch gebaut. Dabei bin ich mir aber echt nicht sicher. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ui, und da ist auch ein kleines Easter Egg. Ja! Hier, Feenbrunnen der magischen Waffen. Ja! Da kann man seine Waffen reinwerfen und dann werden die magisch. Hier seht ihr. Haha. Können wir das gerade mal hier mit der Spitzhacke vorführen? Habe ich ein Level? Ja, komm, dann verzaubern wir sie doch gerade. Haltbarkeit 1, super. Die ist schon fast kaputt. Jetzt ist sie aber wenigstens wieder haltbarer. Oh, ich bin immer noch Level 18. Cool. Ich habe ja keinen Creative Mode an. Nee, richtig. Gut. Ja, das ist eine Szene aus Zelda SNES. Da gab es ja auch hinter dem komischen Fluss. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Oh, und da, oh, oh. Uah. Ich weiß echt nicht mehr, wie er hieß. Da gab es ja auch so, wenn man hinter dem Wasserfall, durch den Wasserfall gegangen ist oder so, war es, glaube ich, diesen Feenbrunnen, wo man dann den roten Bumerang bekommen hat, wenn man den blauen reingeschmissen hat und so. Ich weiß es nicht genau. Und das habe ich mal hier auch gedacht dabei. Und deswegen habe ich dort unten auch so einen Verzauberungstisch. Da habe ich mir gedacht, das ist ja toll, da kann man das ja auch machen. Da kann man seine Waffen verbessern quasi. So ein kleines Easter Egg, wie ich gesagt habe, die will ich eigentlich überall in der Welt reinbauen. Das ist natürlich passend zu Zelda, hier auch mit dem Masterschwert. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre eigentlich eine ganz nette Idee. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das seht. So, hier wären wir angekommen an dem Hafenvorplatz. Da ist auch noch einiges auszubauen. Da wollte ich jetzt nur noch nicht weiterbauen, weil ich nicht weiß, wie ich hier die Stadt baue. Und da will ich ja natürlich den Weg dann direkt an die Häuser und so ranbauen. Da muss auch noch ein bisschen Terraforming betrieben werden. Haben wir hier schon mal so ein vorläufiges Lager? Das ist Dschungelholz, Oder Dschungelbaumstämme, glaube ich. Aber das sieht ja auch prächtig aus, irgendwie das Haus so. Und hier überall Mossstone. Das habe ich im Creative Mode gebaut, weil die gibt es ja noch nicht. Kannst du ja nicht herstellen. Das kommt, glaube ich, auch mit dem Update, dass man Mossstones herstellen kann. Und hier überall schon richtige Leuchten hier reingehauen. Da oben, da seht ihr, das ist das Lager hier. Oh ja, hier ist das habe ich so genutzt. Diesmal unten sind die Leuchten, die Wandlampen und hier sind es gleichzeitig die Bodenlampen. Ja. Halbe Arbeit, doppelter Spaß oder so. Da haben wir so ein kleines Lager. Ja, hier, da kann man auch schon mal ein bisschen was verstauen. Ja, was ich auch brauche, wenn ich hier anfangen will zu bauen. Weil da wird das wieder. Hier habe ich auch wieder ein bisschen experimentiert mit den Fenstern. Das gefällt mir eigentlich noch nicht so richtig. Die sind ein bisschen klein für die ganze Front hier. Da müsste man noch irgendwas hier hinbauen oder so. Aber das Ding hat ja auch keine Etagen, das Haus. Es ist ja einfach nur ein Zimmer. Och, der Boden sieht richtig geil aus. Müsst ihr jetzt alles wissen, was das ist? Weiß ich ja natürlich nicht, weil die Texturen für mich neu sind. Aber da haben wir auch schon ein bisschen was gelagert. Stimmt, das war das erste Haus, glaube ich, hier, das ich gebaut habe hier in dieser Gegend. Und hier ist die Uhr. Ah, das ist also eine Uhr. Und hier sind die Boxen. Hinten, da hat ja auch schon einer gemeint, beim Tutorial, da habe ich ein Tutorial auf meinem Channel dazu, zu der Uhr. Das ist eine komplexe Schaltung. Das sieht man jetzt nicht, die Schaltung, aber da hat er recht.
Und da habe ich drauf geschrieben, ich mag kompliziert. Es wäre auch so viel leichter gewesen, hat er gesagt. Aber, ja. Wer macht es sich denn schon einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ah, jetzt geht's. Jetzt hört ihr das Ticken. Die Uhr kann nämlich ticken. Also eine Tick-Tack-Uhr habe ich gebaut. Check. Aber wisst ihr, was mir gefallen? Vor allem hier die Keys. Der Keys gefällt mir super gut. Das ist der beste Keys hier in diesem Texture-Pack, der das auf der Xbox-Edition gibt. Keys war eigentlich immer, Keys ist mies, so nach dem Motto. Und hier soll natürlich alles auch noch mit Wegen bepflastert werden. Hier will ich eigentlich so richtig schöne Stadt bauen. Auch hier mit Stadtbrunnen in der Mitte und so eventuell. Das ist eben jetzt der Neuanfang hier. Da kann ich nicht mehr, da mache ich jetzt nicht mehr die Fehler, die ich da vorher verbockt habe, teilweise schon, wo ich dann damit zurecht. Ich reiße ja ungern Sachen ab eigentlich. Vor allem, weil man sich immer irgendwie eine Geschichte dran erinnert oder so. Und da habe ich hier schon mal angefangen, so eine Allee, so Baumallee mit Wasserfluss und so zu bauen. Das kann man noch ein bisschen verschönern. Aber es sieht eigentlich meiner Meinung nach recht schön aus. So, die habe ich selbst gepflanzt, auch im Creative-Modus geholt, weil Dschungelbiome habe ich hier in der Welt definitiv nicht mehr. Dafür ist sie viel zu alt. Und da bei der Xbox ja die Welt nicht unendlich ist. Nun ja, ist selbsterklärend, ne? Musste ich eben was machen, um an Dschungelholz ranzukommen. So, ja, war das war die Experimente, ob ich hier eine Treppe aus Eis bauen kann, weil hier war eigentlich ursprünglich das Schneebiom. Hier war es, jetzt ist es nicht mehr. Das hier ist noch Schnee, der übrig ist, aber es ist kein Schneebiom mehr. Wenn ich den ganzen Schnee wegmachen würde, dann würde er ja nicht mehr kommen. Ihr seht es auch hier, es friert nicht mehr. Das Wasser friert ja in Schneebiomen und jetzt macht es nicht mehr und deswegen kann ich diese Hütte hier, kann ich abreißen. Da wollte ich so eine Art Eishockey-Stadion oder sowas bauen. Wir können da mal kurz reingehen, ist jetzt egal, kommt ja eh weg, das Ding. Ja, komm, hier mit der Haltbarkeitshacke, die wir neu gebaut haben, scheiße. Ja, dann gehen wir hier durch. So, hier haben wir das mit großer Glasfront, Eisfront, alles hier hätten wir können schön was bauen. So ein Eishockey-Stadion oder sowas oder ein Eispalast. Eigentlich wollte ich ursprünglich einen Eispalast bauen. Dann kam mir die Idee mit dem Eishockey-Stadion, ja, und dann kam das Update mit den Biomverschiebungen und dann war der Plan dahin. Das sieht eigentlich so gut aus, so schön hier. Und leider nicht mehr machbar. So, dann hätten wir das hier auch abgedeckt, dann können wir ja eigentlich mal noch zur Arena fahren. Ja, genau, da kommen wir jetzt ja hin. Da bin ich ja unbewusst sogar einen guten Weg gefahren. Ja, doch gefahren und gegangen. Da kommen wir nämlich hier zum Dorf. Blub. Dort fahren wir jetzt mal hin. Wir kommen nicht zum Dorf. Aber doch, wir kommen schon zum Dorf, aber nicht direkt. Und ich glaube, da. Nee, das ist ja, ist gut. Also das hier ist schön noch ein weiter Weg. Hier sind auch noch viele freie Flächen. Und es ist eine lange Fahrt. Und die ging, glaube ich, auch. Zunächst ging die wirklich bis zum Dorf, bevor jetzt hier die Zwischenstation hier gekommen ist, die wir hier haben. Wir können das Ding hier mal gerade liegen lassen. Das brauchen wir nachher noch. Hier habe ich mal auch selbst gebaut, weil Enderportal finden wir definitiv auch nicht in dieser Welt. Deswegen habe ich das hier hingebaut. Da kann man dann ins Ende springen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon drin war. Was haben wir hier? Ist hier auch Eis? Ist hier ein Schneebiom oder was? Ach so, ja. Ich glaube aber nur ein bisschen. So, und da habe ich mal hier, habe ich mal, glaube ich, damals eine Mine gebaut oder so. Deswegen bin ich. Was ist denn das? Was habe ich hier gebaut, Leute? Oder habe ich einfach nur das hier als Sicherheit benutzt, dass hier keine Gegner gespawnt werden? Hey, das wäre aber mal klug. Nee, hier habe ich ein Monster ver. Ach, das wusste ich gar nicht. Leute, ich bin hart im. Übelst hart. Ich habe hier eine Monsterfalle. Heiliger. Ich weiß gar nicht, ob das Ding funktioniert. Aber es sieht eigentlich schon mal gut aus.
Warum ist jetzt eine Eisentür da dran? Ach so, da kann man besser zugucken, oder was? Ja, hier, die Monster kommen dann von da oben runtergefallen. Laufen dann hier rein. Ja, hier in der Mitte ist zwar nichts. Aber die laufen hier rein und dann kommt da unten das Zeug angespült. Ach, hier habe ich auch den Wasserweg noch nicht zusammengelegt, sondern alles noch einzeln. Und dann ging es hier weiter runter. Alter, daran kann ich mich nicht erinnern. Da gehen wir auch lieber raus, bevor wir uns noch hier in der Mine verlaufen. Ist ja Let's Show und Minen, ich weiß nicht, Minen braucht man nicht unbedingt zu zeigen. Vor allem, wenn man da nicht mehr rausfindet, weil man sich nicht auskennt. Das ist eher kontraproduktiv.